Herzlich willkommen bei Tinas Universe. Ich bin Tina und heute einen kleinen Tipp, wie ihr Forza Horizon 5 zum Laufen bekommt, falls es bei euch in-game immer wieder abstürzt, so wie es bei mir der Fall war. Ne, man startet das Game und BAM! Auf einmal wieder ab zurück in Desktop, sobald man in der Open World angekommen ist. Hab alles versucht, Forza neu installiert, alle Software, die man so im Hintergrund laufen hat, deaktiviert. Also wirklich alles, was man machen kann, Reparaturoptionen und Grafikeinstellungen runtergeschraubt. Ich habe schon gedacht, scheiße, mein Rechner irgendwie, was passt da nicht. So, guckt's euch an, ich bin drin, bam, eingefroren, ab zum Desktop. Ja, nach ewig langer Fehlersuche und auch einen Tipp bei mir auf dem YouTube-Kanal, hat mir jemand gesagt, führ das Ding doch mal als Administrator aus. Ich also gemacht, hier, guckt's euch an, da einfach rein, rechte Maustaste als Admin ausführen. Und was soll ich sagen, dieser Tipp, der war goldrichtig. Seitdem kann ich das Ding starten und es läuft fehlerfrei, dieses absolute Mega-Game. Also nicht verzweifeln, ich hoffe, ich habe euch hier mit diesem Video geholfen. Die Feuerprobe hat es gestern bestanden, ich habe 8,5 Stunden in 1 durchgestreamt, das habe ich noch nie geschafft, aber dieses Spiel, das suchtet einfach nur. Ja, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag noch, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch mal ein Like da, schreibt einen Kommentar rein, ob es euch geholfen hat und auch gerne mal ein Abo dalassen, mein YouTube-Kanal ist hier noch am Wachsen. Ich wünsche euch noch ein bisschen Spaß mit den paar Bildern, die hier noch kommen. Hab versucht, das Video nicht zu lang werden zu lassen. Und wünsche euch, wie gesagt, allen einen wunderschönen Tag. Bis dann, eure Tina. Ciao. Willkommen zurück, Tina.